Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Game, und zwar den Skiregion Simulator 2012. Ich hatte ja am Community Feed letztens die Frage gestellt: Habt ihr mal Bock auf ein paar alte Simulatoren? Sollen wir uns mal angucken, was in den vergangenen Jahren so rauskommen ist? Ja, 6,5 Jahre ist das Ganze jetzt hier her mit dem Skiregion Simulator. Also ich glaube 6,5 Jahre ist das insgesamt jetzt her. Und wir schauen mal rein, würde ich sagen, ne? Wir schauen auf jeden Fall mal rein und nehmen uns mal den Spielstand 1 in der Karriere. Wir machen hier eine Karriere im Skiregion-Simulator. Und wir wählen den Schwierigkeiten natürlich normal. Also einfach stutzmatt. Pflegen und verwalten Sie dieses riesige Skigebiet in der Schweizer Bergwelt. Das ist ja gar kein Problem für uns. Wir als alte Skihasen. So, Grafikeinstellung nur ganz kurz zur Info. Habe ich aufs Maximum hochgedreht, auf alles was geht. Ich hoffe, meine Grafikkarte wird das irgendwie gemeistert kriegen. Und hey, das sieht ganz frech aus. So sehen manche Simulatoren ja heute noch aus. Also jetzt bin ich ja echt überrascht. So, warte mal, was haben wir hier? Willkommen, Schutzmatt. Hier beginnt Ihre Kaiser mit einer kompletten Skiregion. Drehen, Fragezeichen, beginnen mit den wichtigsten Elementen des Spiels vertraut. Ja, super. So. Ja, guck mal an hier. Ja, da können wir direkt loslegen. Ja, moin. So, warte mal hier. Skipiste, dies ist die erste Skipiste. Stellen Sie mit Ihrer Maschine sicher, dass Ihre Piste immer in einem guten Zustand sind. Ansonsten kriegen Sie bald immer einmal keine Gäste mehr. Jede Skipiste in der Region ist mit zwei Stationen. Gehören Ihnen beide Stationen, so sind Sie automatisch im Besitz der dazwischenliegenden Pisten. Ah, okay. Also wir können hier quasi erstmal Skipisten kaufen, oder was? Oh, was haben wir denn da unten? Oh, was haben wir denn hier? Verschiedene Häuser, die können wir wahrscheinlich auch kaufen. Eine Anlage kaufen. Mit dem Kauf eines Hotels erhöhen Sie die Gästeanzahl im Skigebiet. Zudem können Sie festlegen, welche Zielgruppe Sie vermehrt ansprechen wollen. Ja, moin! Jetzt 120.000, aber wie viel Geld habe ich denn? Wo steht denn hier, wie viel Geld? Ach ja, 200.000 nur. Okay, dann sollten wir vielleicht nicht gleich das Größhaus kaufen. Hm. Na gut, aber wir können ja erstmal ganz kurz... Ah, hinten, da können wir auch noch eins kaufen, guck mal. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Gut, schauen wir erstmal. Die Stadtstation von... Vor Ihnen steht eine von zwei Skistationen, die zu Beginn des Spiels in Ihrem Besitz sind. Die zweite Station ist am oberen Ende des Sesselbahn zu finden. Drücken Sie Escape, die Übersichtskarte aufzurufen. Dort können Sie unter anderem sehen, welche Stationen Pisten momentan Ihnen gehören. Ja, aber... Das machen wir doch mal direkt. Ach ja. Die gehört... Ach ja. Ach ja. Station? Ach ja. Ach, guck an. Ach, na hier. Ach, da kann ich... Oh, Preisempfehlung 16. Ja, das machen wir direkt mal hoch. Da wird es direkt mal teurer. Die müssen mit ihrer Stadtteilstation verbinden. Bauen sie in der Umgebung einige Anlagen auf, um mehr Profit zu machen. Ja, gern. Gern machen wir das. Was haben wir denn hier? Einrichtung. Ach ja. Was haben wir denn hier? Dies sind kleine Talstationen, mit der Sie Ihre Karriere beginnen. Ach, okay, alles klar. Okay, jetzt könnten wir diese Station hier noch kaufen. Eieiei. Uiuiui. Uiuiui. Okay, die Station könnte man dann quasi noch kaufen. Verwalten. Ah, okay, alles klar. Aber warte mal, was steht denn hier? Betriebskosten maximal 80 Gäste die Stunde. Okay, sind irgendwie noch keine da. Das macht mich gerade fertig. Diese Helpline hält eine Menge. Ach so, das sind verschiedene Tipps. Okay. Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr. In 8 Minuten machen wir auf, Freunde. Außerhalb der Zeiten werden Skifahrer auf den Pistenliften antreten. Okay, die Zeit läuft jetzt gerade auf mal 5. Wie kann ich das denn umstellen? Oh, ich bin ja ein bisschen verschnupft, ne? Also nehmt es mir bitte nicht übel. So, pass mal auf. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz hier. Die Anzeige oben an diesen Torbogen finden Sie über die Nummern und Zustand in welchen Skipiste. Zwischen zwei Werte aufgeteilt. Der linke Balken simuliert Schneemenge auf der Piste. Und der rechte zeigt an, wie gut die Piste repariert ist. Zwei volle Balken für... Ah, die Piste ist noch nicht gut präpariert. Also wir haben gute Schneemenge, aber die Piste noch nicht gut präpariert. Okay, alles klar. Merkt man gleich, dass es von Astragon ist. Ne, könnte ja Landwirtschaftssimulator sein. Ist ein schlechter Zustand, sollte präpariert werden. Kosten für Schneetransport 0, Kosten für Präparation. Nee. Helfer anstellen. Das kannst du aber mal schön vergessen. Das machen wir mal schön alleine jetzt hier. Guck mal, jetzt können wir nämlich hier erstmal die Walze senken. Oh.
Achso, nee, warte mal, Schnee schieben wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen erstmal nur walzen. Bringt das jetzt was? Schnee schieben will ich eigentlich nicht. Ich will den erstmal nur schön walzen. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gerade was bringt. Ich düse jetzt einfach mal hier hoch. Ja, ne? Ach ja, guck an. Ja, doch. Ja. Der Balken füllt sich. Perfekt. 20, ach, guck an. Ja. Sehr gut. 20. Ach du Scheiße. 20%, nur mal so zur Info. 20%. Was wollte ich jetzt mit 20%? Bin mir gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich meine. Okay, hier kann man noch verschiedene Sachen kaufen. Ach, hier. Das ist quasi unsere Skipiste, die eine. Also, ich finde das Spiel ja jetzt schon klasse, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, immer in die Kommentare hämmern. Ne? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr so ein Zeug sehen wollt. Ich habe noch ein paar andere Simulatoren mir rausgeschrieben, die wir uns auf jeden Fall anschauen. Wird definitiv lustig. Skiregion-Simulator 2012, ja. Naja, gut. Aber guck mal, seht ihr das, der rechte Balken da oben? Der geht nämlich hoch. Das heißt, die Skipiste geht gerade in einen besseren Zustand. Gut, dass wir das machen, nachdem wir geöffnet haben. Aber keine schlechte Sache auf jeden Fall. Keine schlechte Sache. Hier unten wird die Piste natürlich schön breit. Ja, es ist eher so eine Anfängerpiste hier, ne? Geht zwar schon ein bisschen runter, aber das ist eine blaue Piste, würde ich jetzt sagen. Hier unten ist ein bisschen überbelichtet, sehe ich nicht viel. So. Schieben wir das jetzt hier alles schön mit unserer Pistenraube. Ui, da ist ein Skifahrer. Wir haben einen Skifahrer bei uns. Ja, wie geil ist das denn bitte? Oh. Den habe ich jetzt fast platt gefahren. So, perfekt. Okay. Das heißt, wir schieben jetzt hier einmal schön die Piste hoch und präparieren die einmal ordentlich. Ja, guck mal, der Balken ist schon halb voll. Das sieht also ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, schön da drüben fahren auf dem geschobenen, genau. Da müssen wir halt mal gucken, wie viel Kohle wir auch machen. 199.928 haben wir jetzt. Also über 200.000 müssen wir kommen. Ich spiele den Skiregion Simulator 2012. Und gefällt dir das Spiel auf den ersten Blick? Super, ne? Du fährst gern Schlitten, aber ich fahre doch gerne Skier. Ja. So, ich muss jetzt hier gerade meine Piste reparieren. Was ist denn? Ich habe keine Zeit hier. Meine Touristen hier, die wollen Skifahren und ich muss hier die Piste stattler machen. Wenn ich Mittagspause habe. Ich denke so halb eins rum. Oder um eins reicht auch. Wir können ja schon essen, wenn ihr wollt. Ja. So, okay. Guck mal, fast voll. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir nicht genug Schnee auf der Piste haben, was wir dann machen. Ich glaube, da müssen wir Schneekanonen kaufen und so ein Fasching. Ich weiß es nicht. Okay, der rechte Balken ist fast voll. Das heißt, die Piste ist optimal präpariert. Oh, der eine, der fährt wieder runter. Der hat, glaube ich, Angst. Der hatte Angst. Oh, jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los. Ja, was ist jetzt besser? Ein Hotel kaufen? Eine Skipiste kaufen? Ich weiß es nicht. Ich überlege, wie ich die Zeit hochstellen kann. Wie sieht's denn aus? Der Balken ist immer noch nicht ganz voll. Warte mal, lass uns mal hier drüben das noch machen. Hier drüben. Ich fliege einmal hier rüber. So. Okay, perfekt. Skiregion-Simulator. Habe ich übrigens oft in den Kommentaren gelesen. Ich glaube, den habe ich in meinem Leben noch nie gespielt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den echt noch nie gespielt. Deswegen, danke für die vielen Kommentare. Wahnsinn. Ja, und lasst auf jeden Fall das Däumchen da, Leute, hier. Wenn wir hier Retro-Simulatoren uns noch ein bisschen anschauen wollen. Oder sollen. So. Okay, ich glaube, die Skipiste ist jetzt perfekt präpariert. Die zwei Balken sind voll soweit. Sieht ganz gut aus. Passt perfekt. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. So, dann heben wir das gute Stück einmal. Ja, düsen wir hier hoch. So, Kollege aufpassen.
Naja, also ich sag mal so, den übelsten Gewinn machen wir ja jetzt hier nicht, ne? Muss man mal ehrlich zugeben. Also wir haben noch nicht viel Gewinn gemacht. Jetzt ist die Frage, an was das liegt. So, nehmen wir das kleine Stückchen hier noch mit. Weil unsere Skipiste ist ja schon mal auf jeden Fall tippitoppi. Wir gucken mal, was wir hier noch kaufen können. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Okay. Perfekt. Ah, guck, da kommt wieder einer angefahren. So, was können wir hier kaufen? Je nach Größe der Station stehen mehr oder weniger Einrichtungen zur Verfügung, diese verschiedenen Anlagen umfunktionieren können. Hm. Kaufen. Für einen kleinen Happen oder ein wärmendes Getränk. Ah, ja. Skiverleih. Eine Wetterstation? Hm. Okay, die doch erwähnt sind, Wettervorhersage. Okay. Was können wir hier kaufen? Informationspoint, okay. Kinderbetreuung, Drogerie, Souvenirladen, Information. Okay, also hier können wir auf jeden Fall verschiedene Sachen kaufen. Was ist denn das hier? Genau, okay. Ausnutzung 15%. Gäste bedienen 12. Also das rennt auf jeden Fall noch nicht so richtig. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Für einen kleinen Happen oder ein wärmendes Getränk. So ein Imbiss geht immer. Wir machen normalen Preis, Fastfood, Süßigkeiten, Salate, Kaviar. Fastfood, immer gut. Okay, alles klar. Guck mal, jetzt haben wir so ein Ding hier hingebaut. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das auch ein bisschen Kohle bringt. So, jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Ich würde ja fast behaupten, dass wir uns hier unten so ein Hotel noch kaufen. Oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir gehen hier runter, kaufen uns noch so ein Hotel, dann haben wir mehr Leute, weil unser Skilift ist nicht ausgelastet. Es ist ja erstmal wichtig, dass wir den einen Skilift auslassen. Oh, das ist ein Geldsymbol, das heißt Kredit. Sehr gut, wir können Kredit nehmen. Ne, ist unsere Bilanz. Ach doch, wir können tatsächlich Geld leihen. Hm, schön. Was können wir hier kaufen? Eine kleine Erweiterung. Ach so. Nee, bevor ich mir so ein Fasching kaufe, will ich erstmal was anderes kaufen. Ich wollte, warte mal, das Haus. Nee. Das hier unten, genau. Wollt ihr mal gucken, wie teuer das hier ist. Vorsicht. 120.000. Das kaufe ich. Normal, Zielgruppe, Singles, Familien. Familien sind immer gut, da können wir so eine Kinderbetreuungsdings machen. Angebot kinderfreundlich, billig, Party, Mittelklasse, romantisch, luxuriös. Hm. Ich würde sagen Mittelklasse, oder? Mittelklasse, Familien, Preis normal. Ich denke, das ist erstmal ganz solide, oder? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir erstmal einen Haufen Kohle wieder ausgegeben. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das hier was wird. So. Jetzt bedient 21. 58.900. Das ist natürlich die Frage. Wir können eine Tür. Ach hier, guck mal, hier haben wir jetzt so einen Bürgerladen. Ja, verstehe. Jetzt könnten wir natürlich hier erweitern. Oh ja. Okay, wir können jetzt einfach verschiedene Sachen kaufen. Stationen, Hotels. Ach du Scheiß, die waren dann. So viele Hotels gibt es hier in der Stadt? Okay. Okay, man sollte sich also quasi ein Hotel nach den anderen snacken und Statistiken. Jugendliche heute. Ah ja. Familien 0. Siehst du, da haben wir schon mal ein Hotel mit Familien. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Zufriedenheit der Gäste. Okay. Verteilung der Gäste. Sind es von 20% totale Gäste 9.
Ist jetzt noch nicht so berauschend, ne? Zeitskalierung. 15. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut, meine lieben Freunde, da würde ich aber sagen, machen wir hier einfach mal ganz kurz einen Feierabend. Anlagen, die Station besitzt, ja. Ihr sollt hier runterfahren, ihr Idioten. Ihr müsst hier oben aussteigen. Meine Fresse. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Lasst das Däumchen da für mehr Skiregion Simulator 2012. Bis dahin, euer Manus. Tschüss. Guck, blaue Piste, was habe ich gesagt?